Hallo Leute, ich bin Anwalt und willkommen zu einer weiteren Folge von Angezockt. Heute spielen wir ein Spiel namens Kingdom of Fallen Let's Stand. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein Open World Adventure RPG Survivor Game. Ich sag voraus, was mir hier fehlt. Und zwar hier fehlt mir die Möglichkeit, einen Charakter selbst zu gestalten. Also ihr bekommt einfach den Charakter, der schon da ist, nur das könnte ich hier machen. Jetzt kommt ein kleiner Cutscene, also sagen wir so, das ist gar nicht mal so schlecht, aber das ist keine Geschichte oder so, wie wir das kennen. Also ich starte. So, das war's eigentlich. Die Katzin hat aber nicht viel erzählt. Normalerweise bekommen wir da die Vorgeschichte, was eigentlich passiert ist und so. Außerdem haben wir ein Mädchen gesehen und wir spielen, so viel ich weiß, das ist ein Junge. Ich kann mich aber irren, ja. Wir sind komplett nackt, auch wenn wir hier Rüstung haben. Das ist absolut keine Rüstung. Wir können hier craften, wir müssen essen und trinken. Ich kann hier... Ihr seht unten Nahrung und Durstanzeige. Was wir als allererstes machen müssen, sind Steine sammeln. Und ich sammle gleich mal hiervon was. Das werden wir brauchen. Dann Leute, was mir auch noch fehlt, ist die Map. Also wir haben hier gar keine Map. Das heißt, wenn wir das Projekt starten, ja, wenn ich das Spiel starte, das hängt wie immer von euch ab. Wenn das Spiel Like und Kommentare holt, dann natürlich. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich habe es kurz mal so eingespielt. Jetzt müssen wir mal Spitzenstein machen. Davon machen wir mal zwei. Werdet ihr gleich sehen, warum zwei. Also ich, weil das angezockt ist, ja, ich werde das vorgreifen sozusagen. Ich brauche von dem jede Menge, denn ich brauche Rüstung. Wie gesagt, ich greife jetzt vor. So, das hier, dieses Leuchten, das ist dieser Respawn-Punkt. So, das habt ihr gehört, dieser Ding heißt, wir haben dieses Respawn-Punkt beansprucht. Jetzt habe ich diesen spitzen Stein und ich kann damit jetzt Holz hacken. Also Faser habe ich jetzt auch eingesammelt. Das ist dieser Blumen. Außerdem haben wir noch ein paar Pfeffersamen und Maisamen und Kürbiskerne. Das werde ich gleich aber ablegen. Ich weiß nicht. Also es wird auch so sein, dass wir zum Beispiel hier eine Base bauen müssen. Wir können hier anfangen zu bauen, denn es gibt hier ziemlich viele Tiere. Dieses Platz ist wunderschön, den nehme ich jetzt als sozusagen der Punkt, wo wir diesmal aufbauen. So, ich nehme mir noch mehr Holz. Also Werkzeug und Gegenstände verfallen. Das heißt, das war's. Kein Holz mehr, nur einen von dem ganzen Baum. Machen wir noch einen. Wir brauchen 10. Also machen wir uns mal 10. Komm, wie kaputt. Fallum, Fallum, Fallum. Yeah. Wir werden aber mehr bräuchten. Also, bevor wir weitermachen. So, zwei Steine. Den einen lege ich hier rein. Und jetzt können wir uns hier von machen. Aber bevor wir das machen, müssen wir noch ein bisschen Stoff
machen. So, es bist. Ja, aus Eimer. Sammle noch mehr Faser. Für die Zukunft. Was heißt für die Zukunft? Also das werden wir gleich mal angehen. Nachdem ich das hier gemacht habe. So, die zwei Werkzeuge müssen jetzt gemacht werden. So, dann Leute, es gibt noch etwas hier. Das sind wir. Also wir leveln. Ihr seht, wir können hier Fähigkeiten und Magiebuch machen. Das heißt, also wie bist du dann auch Magie? Da sind wir. Unsere Statistik und Level und. Also Erfahrung müssen wir 1000 sammeln. Und ich zeige euch mal die erste Waffe. Man kann hier umsonst eine Waffe bekommen. Außer man verpasst es und läuft weiter. Hier gibt es auch eine Truhe. Und da lege ich jetzt die ganzen Samen und alles, was wir nicht brauchen, rein. Weil wir brauchen Platz, Leute. Ich werde jetzt wirklich... erstmal mir eine Rüstung bauen. So, und hier gibt es eine Waffe. Die nehme ich auch mal mit. Ich werde mir jetzt eine Rüstung machen, damit ihr seht, also es ist halt nichts Neues, aber das gefällt mir, wenn ein Spiel sowas reinbaut. Das heißt, Leute, alles was wir einziehen, wird auch gezeigt. Und ja, es ist nichts Neues. Wie gesagt, ich mag es einfach so. Manche früher besonders war so, dass es nicht jeder Spiel gemacht hat, aber wenn das so gemacht wird, mag ich im Spiel, wenn wenn wir schon keinen Charakter hier herstellen können. So, ich brauche noch mehr Holz, um einen Helm zu machen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen sammeln. Ich werde versuchen, am Ende der Folge euch zu zeigen, was wir hier craften können. Ja, also damit ihr seht, was euch in diesem Projekt ja erwartet. So, ich glaube, soll jetzt ausreichen. Holz haben wir. Ah ja, wir brauchen da noch mehr Holz. Aber erstmal Rüstung. Und zwar 5 Holz. Los geht's. Dann bräuchten wir ziemlich viel Stoff. Nicht unbedingt einzeln. Ich mach mal 30 gleich. So, jetzt. So, der Pink. So, jetzt haben wir einen Helm. So, jetzt bräuchte ich Stein. Noch einen Stein sammeln. Wie gesagt, also diese Steine hier, da brauche ich keine Spitzhacke. Dieser Blätter, ich weiß nicht, ob man sie dann später brauchen würde, aber ich sammle alles auf, was hier rumliegt. Und ja, die Waffe, die werde ich euch gleich zeigen, nachdem ich jetzt die Blätter abgelegt habe. Basisfeuer, ja, das mache ich jetzt. Erstmal lege ich die Blätter ab, weil wir brauchen jetzt jede Menge Platz. Leute, jede Menge. So, genau. Das ist mein Schwert. Und jetzt machen wir langsam uns die Rüstung. So. Einmal Hosen bitte. Einmal Handschuhe bitte. Einmal Schuhe. Einmal kleine Stofftasche. Und um die Rüstung zu machen, fehlt uns jetzt, ja, da fehlt uns noch was. So, jetzt die Hosen anziehen. Dann die Handschuhe. So, die Schuhe. So, jetzt brauche ich nur die Handtasche, die jetzt gemacht wird, und etwas noch an Stoff. Um genau gesagt 25. Das war zu wenig, was ich gemacht habe. Los, die Tasche.
Jetzt habe ich hier noch mehr Platz. Und ich habe noch mehr Samen, das können wir ablegen. Wir haben hier Feinde. Und was geil ist, da wir zum Beispiel ein Schwert haben, ja, und der nach der Zeit kaputt geht. Es ist so, dass wir von den Feinden die Waffen bekommen. Und wenn wir Glück haben, dann ist es so, dass was ist Feuer? Ja, das habe ich jetzt total aus der Acht gelassen, aber okay. Lagerfeuer, los geht's. So, und jetzt mit der Rüstung, wie sieht's aus? Oh. Brauchen wir noch mehr davon. So. Jetzt ein Lagerfeuer, den lege ich einfach hier. Ich weiß nicht, wo ich meine Base baue. Es wurde ziemlich cool, wenn wir hier das Ganze aufbauen. Allerdings es gibt auch einen Nachteil davon. Und zwar, wir haben kein Wasser in der Nähe. Das heißt, Leute, dass wir einen Platz suchen müssen, wo Wasser in der Nähe ist. Ich verstehe nicht, wir haben doch 21, also da fehlt noch 4. Da fehlt noch 4. Nee. 4. Nee, nicht du. Du. 4. Oh, 3. Okay, dann wird es wohl einer zu viel, aber es ist mir jetzt Schnuppe, ich brauche diese Rüstung hier. Oh, jetzt gibt's her. So. Jetzt wird uns gesagt, Hühnerauge. Leute, ich habe so lange gebraucht, um zu wissen, was das ist. Da sage ich echt, als ich erstmal das eingeschaltet habe, um zu gucken, was das für ein Spiel ist. Ich habe nach Hühner gesucht. Also, ja, ihr wisst schon, ja, diese Gockels da. Allerdings ist das was anderes. Also, das hier ist ein bisschen blöd übersetzt vielleicht. Oder wenn das richtig übersetzt ist, dann weiß ich nicht, warum man das nicht normal schreiben kann. Also, wie es normal ist. Hühnerauge sind das hier. Das ist Mais. Wir müssen davon was sammeln und essen. Und ich habe das... Ich habe nach Hühner gesucht. Verdammt, kann man nicht gleich schreiben, bitte Mais sammeln? Ja, und keine Hühneraugen. Ich weiß nicht, also Leute. Oh ne, diesmal ist das mit dem Schild. Ich hatte Gegner mit dem Bogen. Und da kann man bei dem Waffe sammeln, Bogen. Ich hasse es. Der blockiert auch noch. So, jetzt können wir bei dem, wenn wir Glück haben, hier sollte, ja, da liegt seine Waffe. Ab und an steht hier ein Bogenschütze. Gekochtes Fleisch. Ja, mache ich mal. Allerdings, ich kann euch eine Tipp geben, kocht nicht den gleichen ganzen Fleisch gleich. Denn ihr seht, ungekocht wird es Zeit 1000. Ja, gekocht geht es viel schneller kaputt. Also zum Vergleich, also hatte ich so ein Gefühl, dass ich, wo ich das Fleisch gekocht habe, dass das ziemlich schnell kaputt gegangen ist. Kann ich das irgendwie aufteilen? Egal. Jetzt machen wir mal einschalten und der restlichen Fleisch einfach rausnehmen.
Dann schauen wir mal gekochtes Fleisch. Wie lange hält es? 1000 irgendwas, ja? Also roh. Ey, nein, 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 nein. Nein. Oh, Mist. Man muss schnell reagieren. Da, gekochtes Fleisch raus. Das raus. Und jetzt nur 200. Und schalten. Ja, nur 200 ist das. Ja, also hier nochmal. 300 Sekunden. Ja. Können da was essen. Ungekocht ist es 1000. Das heißt, wir können länger damit laufen. Wir können, ja. Sehr gut. Maiskolben essen. Essen Sie Fleisch? Ja, mache ich. Warte. Auf 5. Na, esse ich gleich mal alles. So. Faser sammeln 30, 5 Holz und 3 Handwerkstuch. Handwerkstuch, jawohl. 3 Stück. Jetzt will ich euch aber etwas zeigen, Leute. Ja, wir haben jetzt so Holz sammeln. 6 Stück Baum fällen. Okay, jetzt will ich euch eigentlich zeigen, was wir insgesamt also bauen, beziehungsweise insgesamt hier bauen und craften können. Am Ende der Folge, Leute. Ich will jetzt. Ich muss. Achtundachtzig Holz sammeln. Oh, das sammle ich auch noch. Und 6 Bäume fehlen. Okay, mal gucken. Baumfeld. Hallo. So, da ist noch einer. Also ich weiß nicht, also ich schau mal nach, Leute, ob hier überhaupt Wasser in der Nähe ist. Wir hätten Wasser hier in der Nähe, da wo wir ja aufgewacht sind. So. Das sammle ich auch auf. Also Kraften ist hier ziemlich viel. Natürlich mit Eisen und was weiß ich was nicht alles. Wir gehen aber nochmal zu den Feinden. Ich hoffe, dort gibt es einen Bogenschützen. Denn der hinterlässt uns Bogen. Und ich will mir nicht selbst Bogen machen. Ne? Warte. So. Baumfell. Schnell sammeln. So. Jetzt den letzten Baum noch. Dann möchte ich euch natürlich. Oh, meine Axt ist kaputt. Ich kann das reparieren. Ne? Ich kann das irgendwie reparieren. Aber ich mache mir einfach einen. Moment. Dazu brauche ich einen spitzen Stein. Und ich mache mir einen neuen Beil. So. Wie gesagt, wir haben ziemlich viel hier.
zu bauen. Das wird uns jetzt auch gesagt, dass wir gleich mal ein Haus bauen sollen. Handwerksbauplan. Handwerkshammer. Handwerkshammer. Bauplan da. So, und Handwerkshammer, das ist Schaufel. Handwerkshammer. Also ihr seht, was wir hier haben. Ja. Ziemlich coole Waffe. Handwerkshammer. Da müssen wir gucken. Ja, das ist der. So, den Bauplan. Fundamente. Jetzt ist die Frage, wo sind... Moment. Da sind die Fundamente. Wir können, wie gesagt, hier jetzt ein Haus bauen. Ne? Also hier so eins, dann ein weiteres. So, warte. Zwei, drei, vier. So. Ja, da sind die Fundamente. Allerdings, Leute, wie gesagt, ich weiß einfach nicht, wie wir das Ganze machen. Also, ob wir hier machen wollen, ein Haus bauen. Rahmen bauen, ja, Rahmen, Rahmen, Rahmen da. Bitte schön, ein Rahmen. Türrahmen, Fensterrahmen. Ah, oh Mist. Einmal. Zweimal. Immer. So. So. Okay, wo ist mein Hammer? Da. Kann ich den benutzen, um das Ganze zu zerstören? Eigentlich schon, ne? Genau. So. Auf jeden Fall, Leute. Ich will jetzt aufhören. Das sieht dann so aus eben. Und ich will jetzt mit angezockt aufhören. Wie gesagt. Da fehlt uns Holz noch, das Ganze zu bauen, aber egal. So, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch wird dieses Projekt gefallen. Wenn ja, wie gesagt, wenn ihr das unbedingt sehen wollt, also ich würde gerne das spielen. Denn wir haben hier in der Nähe wirklich Feinde und können den Map erkunden und jagen und. Also jetzt ist noch kein Feind da, schade eigentlich. Wir haben ziemlich viel zu craften. Ich würde gerne auch nach einem Platz, also richtigen Bauplatz suchen. Denn da ist, da hinten ist noch was. Da laufen noch Gegner. Oh je. Da habe ich Angst. Kann ich sie mit meinem Schwert? Jawohl. Kann ich, werde ich. Gib her. Da hat aber eine coole Waffe. Auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, wenn ihr das haben wollt, ihr könnt mir auch mal gleich schreiben, welche Platz wir zum Bauen benutzen sollen. Weil, wie gesagt, bis jetzt habe ich
Ich nehme mal alles. Wir haben Magiebuch entdeckt. Bis jetzt habe ich hier gar keinen Platz mit dem Wasser gesehen. Nur neben uns, wo wir aufgetaucht sind. Dort ist Wasser, aber da kann ich noch kein Wasser sammeln. Der wird auch nicht direkt trinken. Wir sind durstig, ja. Da ist zum Beispiel noch einer. Wir können hier aufbauen, wenn wir das beanspruchen. Aber hier sind überall Gegner. Auf jeden Fall, ja. Wir beanspruchen das hier. Map, wie gesagt, ich drücke gerade M, passiert nichts. Da ist jetzt Bogenschützer. Komm, ich töte dich mal. Damit wir mal den Bogen haben. Ich würde gerne den Bogen haben. Dankeschön. Wir haben jetzt Bogen. Wir können noch ein paar Pfeile machen und dann selbst Bogen machen. Wir haben hier die ganze Base hier. Auf jeden Fall, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wisst, was zu tun ist, wir werden hier viel Spaß haben. Ja, wir werden hier wirklich Spaß haben. Ich weiß allerdings nicht wegen dem Wasser. Also, ich sehe hier gar kein Wasser in der Nähe. Außer bei uns da, wo wir aufgetaucht sind. Da, wie gesagt, da habe ich... Hier ist zum Beispiel die ganze Base von den Feinden. Kann ich endlich direkt dort reingehen? Hier ist Wasser. Aber ich glaube nicht, dass wir da direkt trinken können. Ihr seht, wir können das nicht. Also, ich kann da kein Wasser trinken. Also, ne? Er macht nur so Kicks, aber er trinkt nicht. Wir können kein Wasser direkt trinken. Wir brauchen Schläuche, glaube ich, und so weiter. Auf jeden Fall. Was ist das? Bretter. Nehme ich mal mit. Und wir haben einen Bogen. Yeah, aber keine Pfeile. Stein, Holz. Ja, wie gesagt, Leute, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr das zum Projekt fällt. Gefäß, oh ja. Darauf habe ich jetzt Gefäß, glaube ich. Jetzt können wir Wasser sammeln. Ja, darauf habe ich gewartet. Können wir jetzt Wasser sammeln? Mal gucken. Ich will ins Wasser. Kann ich hier Gefäß machen? Also nehmen kann ich das nicht. Einfacher Gefäß. Ja. Kann ich dem irgendwie den Gefäß auffüllen? Also ich darf dem nicht in der Hand nehmen. Ne. General, wir müssen gucken, dass wir... Oh ja. Dass wir irgendwie am Wasser kommen. Aber auf jeden Fall... Moment. Da sehe ich doch was. Genau. Gefäß. Genau, jetzt können wir... Jetzt haben wir hier... Flasche Wasser. Wir können hier in der Nähe zum Beispiel... aufbauen. Sag mir nicht, Gefäß ist weg. Alte Wissen. Ja, alte Wissen will ich da nicht reinmachen. Wo ist mein Gefäß jetzt hin? Seht ihr es? Ich glaube, wir haben es verloren. Aber wie auch immer, wir brauchen das hier. Wir können hier in der Nähe bauen.
Aber da werden wir uns von den Angriffen kaum schützen können. Doch, wir können hier aufbauen. Schaut euch das an, da ist... Das Bogen. Okay, Leute. Folgendes. Wir machen Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist, Leute. Ich will nur mal in dem Gebäude reingehen. Aber ist jemand da? Es wird viel zu dunkel, Leute. Deswegen gehen wir wieder raus und ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf, haut rein. Ciao, Leute.